Das war bei Ihnen nicht der einzige Grund. Wir kommen noch darauf, aber ich frage mal erstmal Herrn Broder, allein schon dieses Beispiel zeigt uns doch, Vorurteile sind schädlich, weg damit. Wir müssen ohne Vorurteile auskommen. Das können Sie sich wünschen. Sie können sich auch wünschen, den Rhein nach oben laufen zu lassen. Also von Rotterdam nach Schaffhausen statt umgekehrt. Man kommt, kein Mensch kommt ohne Vorurteile aus. Vorurteile sind ein Orientierungssystem, auch ein Frühwarnsystem. Das muss alles nicht stimmen, aber wenn Sie jemanden sehen, zum Beispiel die Entscheidung über die Paarungsbereitschaft von Menschen wird in Bruchteilen von Sekunden getroffen. Ja. Mit einem Tempo, dessen sich die Menschen gar nicht bewusst sind. Wollen Sie sich zum Beispiel mit mir sicher nicht paaren, aber ich frage Sie zum Beispiel, wenn Sie mich sehen, was gehen da für Vorurteile ab? Fernsehfuzzi, öffentlich-rechtlich? Nein, wenn ich Sie sehe, noch gar keine Vorurteile. Aber wenn Sie zu schwebeln anfangen, dann geht's los. Ja? Ja. Ja, dann. Ich denke sofort an Spätzle und, ja? an die Kehrwoche. Ich bin gar kein Schwabe. Was sind Sie dann? Ich bin hier aufgewachsen, aber ich bin kein Schwabe. Das ist wiederum Ihr Vorurteil, wenn Sie hier aufgewachsen sind. Sie werden zum Ehrenschwaben. Ja. Nein, Vorurteile sind einfach nötig. Erstens sind sie unvermeidbar. Zweitens gibt es einen Unterschied zwischen Vorurteilen und Ressentiments. Aber die Grenze ist fließend, die Grenze, oder? Ist fließend, aber sagen Sie, wenn Sie eine Gruppe von Japanern im Zug sehen, denken Sie sofort etwas anderes, als wenn Sie sagen, wir eine Gruppe von Schweden im Zug sehen. Sie können doch das Wissen, das Sie mitbringen, und das Vorwissen gar nicht ausschalten. Ich finde Vorurteile überhaupt nicht schlimm, schlimm sind nur Urteile. Was denken Sie zum Beispiel, wenn Sie Gina Lisa sehen, wenn Sie eine Blondine sehen, was denken Sie dann? Ehrlich oder höflich? Ehrlich. Ich denke mir, das arme Ding. Ja, das war. Ganz ehrlich. Das ist so einfach. Ehrlich. Ja, aber es ist okay. Ich habe nichts gegen Sie. Nein. Das ist doch das schon mal gut. Ne? Ja, das könnte doch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ja. Ich kann Ihre Frage genauer beantworten. Erstmal denke ich mir nichts Böses, aber ich würde auch nicht annehmen, dass Sie mit einer Arbeit über den Existenzialismus bei Kierkegaard promoviert haben. Das würde ich nicht unterstellen. Das ist das, Herr Mann. Das stimmt doch, oder? Ja. Ich finde aber bei den meisten... Aber ich muss mal Herrn Broder fragen, kommen wir mal auf eine andere Gruppe als auf die Blonden. Dicke Menschen, wenn Sie einen dicken Menschen sehen, einen auffallend dicken Menschen, welche Assoziationen haben Sie? Was rührt sich bei Ihnen? Ich denke mir dann immer, ich muss aufpassen, dass es mir nicht genauso ergeht. Ja, weil ich selber etwas zu Fülligkeit neige, mir gerade große Mühe gebe abzunehmen. Ja, das ist für mich ein Warnzeichen. Ja. Ich denke nicht, dass es eine Form von Diskriminierung ist, aber es ist eine Form von erhöhter Aufmerksamkeit. Und schauen Sie, das ist, ich sage es nochmal, einfach unvermeidlich. Wenn ich ein Pärchen knutschen sehe, vor 2 Tagen in der Buchhandlung, gucke ich mit Wohlgefallen hin und denke, die haben noch alles vor sich, was ich hinter mir habe. Aber wenn ich dann zum Beispiel 2 Männer knutschen sehe oder 2 Frauen, dann stutze ich. Verstehen Sie? Ich versuche, es mir selber abzugewöhnen und ich weiß, ich werde es nie schaffen. So, aber das ist... Herr Förster, mit Herrn Broder müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja, das geht. Also ich bin ein hoffnungsloser Fall. Sie werden da nichts erreichen. Ja, ich liebe meine Vorurteile, ich will auch dabei bleiben. Das Äußerste, wozu ich bereit bin, ich bin mir ihrer manchmal bewusst. Ja. Manchmal auch nicht. Ja. Ich kann Vorurteile gegen Dicke haben Sie nicht? Nein. Nein. Meine Eltern waren korpulent, meine ganze Familie ist es. Ich meine, das wäre eine Form von Selbsthass, wenn ich Vorurteile gegen Korpulente hätte. Was denken Sie, wenn Sie einen dicken Menschen sehen? Ich mag dicke Menschen. Ich mag auch Schwule. Ich weiß nicht, ich fühle mich bei diesen Menschen Sie wohl. Sie mögen einfach alle. Ich tue wirklich. Und das mein kein Freundeskreis das ist wirklich kein Vorurteil, dick. Dass Sie einfach alle Schwule. Mögen. Nein, und auch Lesben und Transen. Und das und, ist mein und Freundeskreis. Und so weiter und so fort. Ohne Schwule würde ich sterben. Ich will nicht mehr leben. Oder auch Dicke. Ich mag diese Menschen. Sie haben auch keine Vorurteile gegenüber Heteros? Nein, doch. Doch, da habe ich Vorurteile. Oder sind die Blondinenwitze eine einzige diskriminierende Gemeinheit? Nein,
Die meisten stimmen ja. Und ja. Ich erzähle selber Blondinenwitze. Sie erzählen Blondinenwitze. Die meisten stimmen ja. Und wenn unsere Nachbarin sich hier darüber beschwert, dass sich ständig Leute für Privatleben interessieren, dann kann ich nur sagen, dann reden Sie doch nicht drüber in der Öffentlichkeit. Ja. Meine, Sie beschweren sich über das Interesse, das Sie hervorrufen. Das ist doch ein Kreislauf. Sie kriegen genau das, was Sie verdienen. Insofern sind die Blondinenwitze zum Teil vollkommen gerechtfertigt. Es gibt auch vollkommen begründete Schwulen. Hat die Ostfriesen schwer entlastet, das Aufkommen der Blondinenwitze? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob man den Ostfriesen damit einen Gefallen tut, sie in die gleiche Kategorie zu stecken. Schauen Sie, im Prinzip ist es doch so, dass jeder mit seinem Aussehen hadert. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, es gibt Dicke, die sind pumperl gesund. Und aus meinem Bekanntenkreis sind 3 oder 4 Leute groß, schlank, durchtrainiert, beim Joggen tot umgefallen. Selber schuld. Man muss nicht joggen. Ja. Ja, aber jeder hadert mit seinem Aussehen. Die Sendung wird immer körperfeindlich. Ja, ich leide ja auch drunter, dass ich nicht wie George Clooney aussehe, aber dann denke ich mir... Sie sind ziemlich klein. Ja, okay, es hätte schlimmer kommen können. Sie sind dankbar, dass Sie jetzt nicht aufstehen lassen. Nein, ich bin dankbar, dass Dirk Bach sozusagen am anderen Ende des Spektrums steht. Und deswegen... Blues-Sänger wahrscheinlich. Ja, Spaß gut. Ja. Aber es gibt natürlich heute so einen Drang, ein Bedürfnis nach Uniformität und Konformität. Es ist ja schon eine Form von Diskriminierung zu behaupten, dass Menschen verschieden sind. Es sollen alle möglichst gleich sein. Und Vorurteile stören eben dieses Bild der Uniformität. Und es gibt ein Recht auf Anderssein. Und diskriminäre heißt ja erstmal nur unterscheiden und nicht herabsetzen oder herabwürdigen. Und diese Unterschiede werden heute eingeebnet. Gucken Sie sich diesen grauenhaften Partnerlook an, wenn Ehepaare in den gleichen Windjacken auftreten. Ja, stimme zu. Oder wenn sie wandern gehen, ganz schrecklich. Ja, Deutsche, wenn sie wandern gehen. Ja, dann möchte man doch beide sofort im Steinhuder Meer ersäufen. Ja. Es gibt natürliche Unterschiede und es gibt so etwas wie Natur, es gibt so etwas wie Biologie, es gibt so etwas wie biologische oder intellektuelle Vererbung, es gibt eine Art von sozialer Osmose und das alles muss heute zugunsten des normalen, normierten Menschen eingehen. Wir haben keine Vorurteile gegen Sie, aber wir merken Schritt für Schritt, dass Sie ein Schandmaul sind und das durften Sie ja in einer Fernsehserie... Bitte? Ich bin nah an der Wirklichkeit dran, das ist einfach alles. Ja. Er sagt, was er denkt, das finde ich sehr erfrischend. Aber und Sie hatten genügend Gelegenheit, die Wirklichkeit zu treffen. Diese Dehumanisierung ist das, wo Gewalt dann entsteht, weil man schlägt nicht auf einen Menschen. Das ist ganz schwierig vorzustellen, dass ein Mensch auf einen Menschen schlägt. Aber wenn er den anderen als Tier definiert, das stimmt, dann ist es möglich. Es gibt Überfälle in der U-Bahn, wo es überhaupt gar keinen Kontakt vorher gegeben hat, wo Leute andere Leute zusammenschlagen, meistens frustrierte Jugendliche, die wahrscheinlich als Kinder nicht genug mit der Eisenbahn spielen konnten. Ja, aber die nehmen sonst nicht irgendwas als Menschen wahr. Das ist, was ich sage. Sie nehmen sie genau als Menschen wahr. Sie nehmen denjenigen, die zusammenschlagen, als Mensch dar. Und das sind in der Tat, verstehen Sie, in Anführungszeichen, nicht nur die Schwulen oder die Juden und andere Minderheiten, die es trifft, die schlagen wahllos auf jeden ein. Wo ich mit denen überhaupt nicht übereinstimme, man kann nicht alles psychologisieren oder alles mit dem Kampf um Ressourcen erklären. Es gibt das Böse und das Böse für deine eigene Existenz und es gibt Menschen, denen es Spaß macht, böse zu sein und Gewalt auszuüben. Das ist nicht psychologisch? Also nein, woher kommt das dann? Das ist Natur. Das ist Natur? Und das ist ein Urinstinkt. Herr Förster erzählt die Psyche zur Natur. Aber auch diese Art von Natur ist durch die Verdienste der Akademiker wegdebattiert worden. Es gibt das Böse und ein Mann wie Carlos oder ein Mann wie Christian Klar, die viele Leute umgebracht haben, haben über die Aktivität, die sie ausgeübt haben, eine ideologische Tünche gelegt. Der andere wollte die Weltrevolution haben, der andere wollte auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam machen, die Amerikaner begehen. Sie hatten einfach Spaß daran, Leute umzubringen. Ja. Und sie haben diesen Bodensatz an Menschen in allen Kulturen. Und dann kommt natürlich wie in der DDR nach der Wende, entschuldigen Sie, ein gewisser zivilisatorischer Rückstand, keine Erfahrung im Umgang mit anderen, eine formelle Völkerfreundschaft, die nie auf einer soliden Basis geruht hat, weil es nur Parteiverlautbarungen waren. Und dann bricht sich die Bestie Bahn. Alle sind die, ich sag mal, Zigeuner sind musikalisch. Sie können
aus der Hand lesen. Und solche Dinge, die eben ein Bild, ein Zerrbild von der Realität wiedergeben. Ja, ja. Und diese Bilder wurde nie durch richtige Bilder ersetzt. Ja. Herr Bode, es zeigt, dass solche Klischees einfach eine ungeheure Haltbarkeit haben. Ja? Also sozusagen, Sie haben ja auch gleich die Hand hingehalten. Ja, ich hätte auch keine Skrupel, in einem Restaurant einen Zigeunerschnitzel zu bestellen. Ja. Ja. Und der Zigeunerbaron ist eine wunderbare Operette, nicht? Das ist, ich meine, wissen Sie, wenn man jetzt durch die Literatur geht und alles abschaffen würde, was mit Diskriminierung verbunden ist, würde man die Büchereien sehr schnell entleeren. Ja. Und einige der größten Dichter waren Antisemiten. Voltaire war ein Antisemit. Gustav Freitag war einer, nur um zwei zu nennen. Also das ist schon alles wahr, das ist auch alles, passiert auch alles, aber in dieser Gesellschaft gibt es einfach bestimmte Regeln. Schauen Sie, es gab diesen wunderbaren Möllermann-Fall, es gab den Fall Hohmann bei der CDU. Man konnte gar nicht so schnell gucken, wie die aus der Politik draußen waren. Völlig zu Recht. Andererseits gibt es auch einen Rückschlag. Ich bekomme in den letzten Wochen zunehmend antisemitische Briefe, und zwar richtig. Ja? Ja, und zwar nachdem die Frankfurter Rundschau mir die Schuld an dem Osloer Attentat gegeben hat. Ja, völlig im Ernst. Wahnsinn. Kollege Christian Bomarius, schönen Gruß. Rechnung kommt noch, gibt es wirklich einen Schwall antisemitischer Leserbriefe, und es ist völlig egal, was ich schreibe. Ich habe jetzt eine Serie über Island geschrieben, eine Serie über Amerika, und dann schreiben die Hardcore-Antisemiten, egal was von mir kommt, warum gehst du nicht nach Israel und schreibst darüber, wie ihr die Palästinenser unterdrückt. Es ist ein Reflex, ein ganz automatischer Reflex. Mal trifft er die Sinti, mal die Juden. Im Übrigen nutzt es auch nichts, den Namen zu ändern. Sinti und Roma, im Bewusstsein der Leute sind es die Zigeuner. Und im Prinzip finde ich das sehr schön, wie Amerikaner, schwarze Amerikaner auf diese Form Diskriminierung reagieren. Sie sprechen sich wieder untereinander mit Nigger an. Also dieses ganz diskriminierende, ekelhafte weiße Wort für die Schwarzen wird von den Schwarzen jetzt auf sich selber übernommen. Hier ist sozusagen der Jude abgeschafft worden, es gibt jüdische Mitbürger. Und bei Sinti und Roma, ich weiß nicht, also meine Zunge sträubt sich ja ein bisschen. Ich sage gern Zigeuner, und ich finde das nicht diskriminierend. Also ich denke, man sollte... Der Ton macht die Musik. Ja, das schon. Wenn Sie das sagen, dann klingt das anders, als wenn das jemand... Man zuckt immer also Herr so... Herr Bode darf als einziger hier Zigeuner sagen. Heute, jetzt. Nein, es darf jeder Zigeuner sagen, der damit keine Vernichtungsabsicht verbindet und der damit nicht die Absicht verbindet, diese Leute herabzusetzen. Aber